Hallo und herzlich willkommen zurück bei 777. Mein Name ist René und es geht weiter mit Overwatch. Direkt wieder im Anschluss, direkt die dritte Folge für den Arcade-Modus. Sombra ist raus, hatten wir schon vor zwei Folgen. Letzte Folge hatten wir das 1 gegen 1 Überraschungsduell. Jetzt kommt 3 gegen 3 Eliminierung, was ich sehr interessant fand und was sehr viel Spaß macht. Ist ein bisschen wie der kompetitive Search-and-Destroy-Modus, den man so aus Call of Duty oder Battlefield oder so kennt. Ich weiß nicht, wie er bei Battlefield heißt. Generell einfach, sobald man tot ist, ist man tot und man muss warten, bis alle Feinde oder Freunde besiegt sind und dann endet die Runde und nach 3 Runden, warum sage ich das eigentlich, ich sollte es vielleicht vorlesen, 3 gegen 3 Eliminierung, trittet als Team von 3 Spielern, also ihr könnt auch in einer Gruppe mit 2 anderen, in einer Reihe von Matches am Echo Point Antarktis an. Wenn ihr in der 6er Gruppe seid, geht es leider nicht, also ihr könnt nicht euch selbst für ein 3 gegen 3 anmelden, ihr könnt auch kein 3 gegen 3 Eliminierung auf Echo Point Antarktis spielen. Das geht auch noch nicht in den benutzerdefinierten Maps, das wird bestimmt noch nachgepatcht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Blizzard das einfach so lässt. Es geht nur aktuell noch nicht, was schade ist, da müsst ihr halt immer noch, wenn ihr 3 gegen 3 machen müsst, müsst ihr halt jeweils 3 Plätze leer lassen und auf einer Karte eurer Wahl spielen von den alten, also Hanamura zum Beispiel. So, 6 Spieler, Karte Echo Point Antarktis, Sieg, besiege das gegnerische Team 3-mal und währenddessen wird zugeguckt. Ich werde jetzt einfach mal direkt am Anfang, mit wem habe ich mich gerade gut geschlagen? In dem One-on-One-Modus in der letzten Folge für euch. Für mich war es gerade, ihr seht auch noch den Chat mit meinem zweimaligen Gegner Shadow Captain. Vielleicht war es sogar ein dreimaliger Gegner, ich weiß es gar nicht. Nee, in der ersten Runde war es nicht Shadow Captain, oder? Nee. Oh, habe ich dreimal gegen Shadow Captain gespielt? Na gut, das spielen gerade nicht so viele, ist auch spätestens 0:26, also was soll's. Jetzt den 3-on-3-Modus. Und dann mal gucken, wie es nächste Woche ist, ob es dann Belohnung für jeweils andere Modi gibt. Vielleicht kommt ja auch irgendwann nochmal ein neuer Weekly Brawl Modus in dem neuen Menü. Ich würde sogar schon gerne Mei spielen. Achso, ich muss jetzt warten. Aber ich heile auch gerne, so ist das nicht. Er heilt, okay. Also Heiler, entweder ein Heiler oder ein Tank. Vielleicht auch Tank und Heiler. Roadhog? Ich bin nicht so gut mit Roadhog. Ah, er will selbst heilen, okay, aber wir haben Zenyatta, der hilft uns ja. Schön auch da die Urlaubsfassade. Links oben. Fuck, ich hab den Falschen getroffen. Das war das Fleischschild. Den Erteil kriege ich ja auch ganz gut hin. Okay, nicht. Ach, man wartet übrigens auch nur 3 Sekunden. Das ist 3D-mäßig. Wohl zu lang. Da rechts ist irgendeiner. Der ist auch schon auf unserer Seite. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Bastion kämpft. Scheiß Bastion Camper und unser Genji. Also ist ja nicht schlimm, dass er da jetzt gerade nicht ist. Aber der sich als einziges drum kümmern könnte, der rennt natürlich nicht in ihn rein, was schade ist. Ja, ich wollte doch fucking. Stand 0:2. Wählen Sie Ihren Helden. Ich bin jetzt May.
Das Ding ist halt, Selfie Hero ist okay, aber wenn du einen Heiler hast, das ist Quatsch. Es lohnt sich für unsere Welt zu kämpfen. 1, los, Matchpunkt. Okay. Ist ja schon wieder in Dingens reingerannt. Das Gekämpfe war echt scheiße. Er blinkt. Lebensretter am Arsch. Und das war bestimmt das auch noch, wo ich ihn nicht gesehen und er mich nicht gesehen hat. Er hat dann nur meine Schüsse gesehen. Da habe ich auch noch May geholt. Und May ist nicht mal gestorben. Ja. Und nochmal. Geile kleine 3 und 3. Ging ja auch schnell, waren ja auch nur 5 Minuten. Ja, dieses Selfie Hero ist halt nützlich, klar. Aber nicht unbedingt Sinn der Sache. Habt ihr ja, wobei, Bastion kann ich auch selber heilen, May konnte sich selber heilen. Wen hatten sie noch? Soldier kann ich auch selber heilen. Bisschen schade. Dass man hier so lange warten muss, ist ein bisschen blöd. Wählen Sie Ihren Helden. Ach, er ist schon wieder. Ups, hier. Boah, jetzt fängt er schon wieder damit an. Geh mir nicht auf den Sack. Also, er heilt sich, sein Jetter quasi auch selbst. Wenn man das Schild. Der Feind. Drei wird das wohl nix. Halt, dein Maul. Spiel 2. Ja, spiel doch Roadhog und halt's Maul. Der geht mir hart auf den Sack, der Typ. Bleib im Gegnerteam, dann verlieren die. Es lohnt sich für unsere Welt. 2, 1, los. Und die war in dem Pappkarton. Alle hier und hier unsere Leute nicht. Ich bleib jetzt May und will meine Ruhe haben. Bei Diva finde ich nur das Problem immer die Ulti. Aber ist ja nicht schlimm. Der darf gerne spielen, was er will. Did May. Ja.
Scheiße. Kein Eisblock mehr. Hat er sich schön hingehockt. Vergessen, dass da noch ein Genji war. Bleib ich halt bei Mei. Ist halt langweilig immer diese. Könnt ihr auch einen Sniper nehmen, beispielsweise. Bin gespannt, wie das wird. Let it Mei. Let it Mei. Es lohnt sich für unsere Welt 2. Roadhog. Hier ist unsere. Kommt her, lasst euch stabilisieren. Ich kann nicht. Mal Punktestand 2:2. Wählen Sie Ihren Helm. Dreimal Torbjörn wäre auch witzig, aber ich glaube, das geht gar nicht, oder? Nee. Schade eigentlich. Wobei dreimal Sombra auch ziemlich gefährlich sein kann. Na gut, diesmal haben sie auch keinen Camper, also da hinten konnte ich mich jetzt so frei bewegen. Es lohnt sich für unsere Welt 2. Titten. Los. Matchpunkt. Wo ist er? Irgendwo über mir. Aber nur Mei immer spielen ist auch langweilig. Ja, trotzdem hat seine Diva Play of the Game. Ohne werde ich mal Saria spielen, einfach das für die Lütz. Nimm mein Schilde. Viermal Mei, ey. Fünfmal Soldier ist auch ziemlich langweilig. Ich brauche noch jemand, der sich heilen kann. Tracer indirekt. Das war's. Gemeinsam sind wir stark. Wählen Sie Ihren Helden. Wahrscheinlich schreiben sie gerade erst, bevor sie auswählen. Gemeinsam stark. Interessantes Team. Los. Ich muss bei Reaper bleiben. Feindgesicht. Hau mal einen rein. Läuft.
umgekloppt. Und jetzt ging den Sniper verliert. Vom Spray Teddy die ganze Zeit. Ach, das ist Sombra. Ich dachte, das war. Jetzt. Es ist vorbei. Punktestand 1 zu 0. Guck auf Anna. Komm, Widowmaker. Schlaffeil? Wenn ich den nicht wieder verpeile oder verkacke? Hört niemals auf für eure Überzeugung. Muss aber immer wohl schnell hoch. Aber ich kann auch von hier unten snipern. Seht, was uns ist. Ich brauche Heilung. Ich brauche Heilung. Alle Hacken eliminiert. Hinter mir. Okay, Anna ist zu immobil. Seitenbacher. Seitenbacher Müsli. Ist im Gegnerteam. Gehackt. Anna war eine scheiß Idee, gebe ich ja. Freiwillig zu. Punktestand 1 zu 1. Wählen Sie Ihren Helden. Kriegen. Brauchen wir einen starken Frontliner, aber wen? Warte mal hier. Winston vielleicht. Vorstellungskraft ist der Kern jeder Entdeckung. Baby Winston mit der. Ich glaube, das war die Erdnussbutter, ne? Fuck! Fuck. Punktestand 1 zu 2. Wählen Sie Ihren Helden. May. Damit wir gewinnen. Damit es noch weitergeht. 1 zu 2, oder? 2 zu 1. Heute sind wir alle Soldaten. 2. Los, Matchpunkt. Gegner eliminiert. Oh, das tat weh. Henry ist hier unten. Gegner eliminiert. Henry ist tot. Da hat er den Hook aufgehalten. Das war krass. Punktestand. 2 zu 2. Wählen Sie Ihren Helden. Torbjörn? Spiel Sombra. Just for the Lulz. Das einzig Hässliche an ihr, für die Frisur kann sie ja nix. Ist auf jeden Fall das Muttermal am Auge. Matchpunkt. Das könnte später nützlich sein. Scharfschütze, den Cuidado. Einmal Rüstung zum Mitnehmen. Gegner eliminiert. Hä? Das ging nicht. Nexus? Da. Hier bin ich. Gegner eliminiert. Gesombrat, Bitch! Hui! Immer nur so ein Hüpfer. Okay, also ja, farblich so halbwegs einheitlich wie bei Nix. Jetzt bin ich ja mal gespannt. War bestimmt mal was voll Peinliches.
pingelig. Ja, das war aber krass mit dem Hook. War echt nicht schlecht. Zwei Kammelrunden erstmal verloren. Und Mist gespielt. War ziemlich geil. Gut, die Folge ist auf jeden Fall lang genug. Ich werde jetzt noch offscreen eine Folge spielen gleich. Das war es auf jeden Fall erstmal wieder mit Overwatch. Mal gucken, was so die nächste Woche noch kommt. Bei den Brawls erwarte ich erstmal nichts Neues. Wenn da natürlich ein cooler kommt, müssen wir erstmal gucken, wie ich den aufnehme, weil wenn der in die Playlist da rechts kommt, hier, ich zeig's nochmal, seine ganze Playlist, zufällig einer von diesen 10 Brawls oder so. Vielleicht kriegt er auch seinen eigenen Modus. Vielleicht kommen ja auch nochmal die Saison-Brawls, also Lucio Ball und Junkensteins Rache hier rein. Aber wenn es auf jeden Fall was Neues gibt, eine neue Karte, einen neuen Helden oder einen neuen Brawl oder einen neuen Spielmodus vielleicht sogar, dann zeige ich das hier natürlich. Das war's dann aber, wie gesagt, erstmal mit Overwatch, weil jetzt erstmal nichts Neues dann wahrscheinlich wieder kommt, bis wahrscheinlich kurz vor Weihnachten, denke ich mal. Ich würde mal sagen, so 20. Dezember können wir anpeilen. Ja, also ich muss sagen, Sombra macht unfassbar viel Spaß. Da hat Blizzard echt einen rausgehauen. Anna ist halt, ich spiele halt nicht gerne Sniper, aber Anna macht mir halt jetzt Ewigkeiten später verdammt viel Spaß, anders cool. Aber dass das halt nicht so ein auf die Fresse hält wie Sombra, wo man direkt ins Spielgeschehen kommt und sich direkt mit dem Helden auseinandersetzt und auseinandersetzen muss. Und ich muss das Hacken auf jeden Fall üben. Ja, also Blizzard hat mal wieder echt einen rausgehauen. Ich bin echt glücklich, echt stolz auf Blizzard. Ich habe verdammt viel Spaß, hatte vorhin auch schon mit den Jungs ein bisschen Spaß. Vielleicht haben die ja Bock, dann nehmen wir in der anderen Playlist, also im Let's Play, nochmal so ein paar Folgen Eliminierung oder keine Beschränkung auf mit Sombra. Und dann sehen wir mal weiter. War auf jeden Fall super spaßig. Jetzt habe ich auch jede Woche mal wieder Lust und einen Grund, Overwatch zu spielen. Das blieb jetzt ein bisschen auf der Strecke. Jetzt kann ich hier so wöchentliche Belohnung. Damit wird mein Rang nicht steigen. Also ist es genau wie in Heroes, dass Ranked für mich immer unwichtiger wird. Aber das ist ja nicht schlimm. Overwatch macht auf jeden Fall immer noch Spaß. Denkt auf jeden Fall dran, wenn ihr Oni Genji, ich zeige ihn gerne nochmal. Ich habe gesagt, ich werde das heute noch einmal sagen. Beim nächsten Mal seid ihr dann davon erlöst. Genji hier, da kriegt ihr halt ein Profilbild, ein Spray und folgenden Skin. Oni. Wenn ihr mit einem Freund zusammen oder einem Fremden, aber ihr muss halt auf eurer Battle.net-Liste seid, am PC Heroes of the Storm spielt, solltet ihr Overwatch auf der Konsole spielen, müsst ihr einfach nur euren Battle.net-Account mit eurem PlayStation- oder Xbox-Account verbinden. Dann könnt ihr 15 Spiele Heroes of the Storm zusammen mit einem Freund machen, dann kriegt ihr diesen Skin und dann könnt ihr den auch auf der Konsole benutzen, wenn nicht einfach mit eurem Battle.net-Account spielen, damit ihr es auf dem PC kriegt, da wo halt auch euer Overwatch-Account drauf ist. Solltet ihr noch keinen Heroes of the Storm gespielt haben oder mal vor Ewigkeit nur noch unter Level 5 sein, könnt ihr geworben werden. Also habt ihr einen Freund oder einen anderen Spieler, der euch werben würde, lasst das zu. Denn dann kriegt ihr auch Boni, ihr kriegt Helden geschenkt, ihr kriegt ein Stimpack, damit verdient ihr ingame mehr Gold, das ist die Ingame-Währung, und mehr Erfahrung mit euren Helden. Und wenn ihr levelt, dann kriegt ihr unter anderem auch wiederum noch mehr Gold. Also wenn ein Held Level 5 erreicht oder so, kriegt ihr einen Batzen Gold, davon könnt ihr euch neue Helden kaufen. Lohnt sich auf jeden Fall geworben zu werden. Wenn ihr über Level 5 seid, könnt ihr aber andere Spieler werben. Und wenn halt hier jetzt keinen krassen Heroes of the Storm Freak habt, der euch unbedingt werben will, könnt ihr auch andere Spieler werben. Davon habt natürlich auch ihr was durch das Gewerbe. Unter anderem kriegt ihr nach 5 geworbenen Freunden ein Reittier, aber ihr kriegt auch schon nach einem oder nach 2 oder nach 3, 4 was. Wenn ihr also eure 15 Spiele habt, dann kriegt ihr in Heroes of the Storm auch noch Zarya geschenkt als Helden. Bekannt aus Overwatch, klar. Und wenn euch das Spiel sogar Spaß macht, könnt ihr nochmal 15 Spiele mit eurem Freund zusammenspielen. Und also dann habt ihr 30 und wenn ihr diese 30 fertig habt, kriegt ihr nochmal 4 Helden geschenkt und ein Reittier und noch ein Stimpack für 30 Tage, glaube ich sogar. Die sind nicht sauteuer, aber es sind die teureren und wertvolleren. Also nochmal mehr Erfahrung und mehr Bonusgold. Und wenn ihr Freude findet an den neuen Modi, also es gibt zum Beispiel das Heldenchaos jetzt, das ist so wie hier die Arcade, die gibt es jetzt auch in Heroes of the Storm, die macht auch verdammt viel Spaß und wenn ihr daran Freude findet und Heroes of the Storm weiterspielen wollt, nutzt halt diese Angebote, die ich euch gerade vorgestellt habe und wenn es euch Spaß macht, kauft euch ruhig auch bei Amazon, sie gibt es auch manchmal im Handel, ich habe es halt bei Amazon gekauft für 8 Euro, also für 5 bis 10 Euro gibt es das Heroes of the Storm Starter-Paket, das ist quasi die Retail-Fassung, also wirklich in der Box. Da sind nochmal 5 Helden drin, für den einen Helden Zeratul gibt es einen Skin, dann kriegt ihr noch ein Reittier, ich glaube den goldenen Tiger, ja,
und auch ein Stimpack. Und die Helden sind auf einzelnen Codes. Also wenn ihr schon Helden von damals habt oder durch jetzt irgendwie freigeschaltet oder so, dann könnt ihr diese einfach nicht benutzen und einem Freund geben oder irgendwo verschenken, auf Reddit, auf Facebook, wie auch immer. So habe ich das gemacht bei den Helden, die ich schon hatte und die keiner mehr hier brauchte. Und bei Zeratul würde ich euch empfehlen, wenn ihr das Paket kauft, aktiviert nur den Zeratul Skin, denn da kriegt ihr automatisch den Helden Zeratul dazu. Und ihr habt nochmal einen extra Code nur für den Helden Zeratul, den könnt ihr verschenken. Jederzeit. Also aktiviert es erst und guckt, ob es auch wirklich geklappt hat. Bei mir war das so. Und wenn ihr dann seht, ihr habt Zeratul und den Skin bekommen, dann braucht ihr den Code für Zeratul nicht mehr einlösen. Ich habe es falsch rum gemacht, deswegen, das war dumm. Dann könnt ihr den noch einem Freund geben, was ziemlich cool ist. Wie gesagt, dafür gibt es dann Unigenji für 15 Spiele, für 30 gibt es dann, und für 15 gibt es dann noch Zarian Heroes of the Storm, für 30 gibt es dann nur Heroes of the Storm Belohnung. Aber es ist natürlich von Blizzard, weil Heroes of the Storm hat sich über die Jahre stark verändert. Heroes of the Storm macht jetzt immer mehr Spielern viel Spaß, wird jetzt promoted auf Twitch gerade, hat eine große E-Sports-Szene mittlerweile aufgebaut, ist jetzt auch immer unter den Top, was ist die erste Reihe bei Twitch, 7 oder Top 10 oder Top 5 Spielen, auf jeden Fall in der ersten Reihe noch vertreten, was ich sehr cool finde. Da sind ja sonst immer LoL, Dota, Hearthstone und mittlerweile ist halt hinten immer auf einem der letzten Plätze halt Heroes of the Storm gerade, weil gerade, ich glaube nicht die Weltmeisterschaft, sondern nur die Herbstmeisterschaften waren und bald sind halt dann logischerweise die Wintermeisterschaften, deswegen ist das gerade wieder recht beliebt und verbreitet. Deswegen kann ich euch nur empfehlen, nutzt dieses Angebot für Overwatch und wenn ihr nach dem 15. Spiel merkt, das macht Spaß, also ihr müsst 15 normale Spiele spielen, also keine Trainingsmatches, sprich das Tutorial und das Training zählen nicht dazu logischerweise und das Heldencast auch nicht, weil das ist so hier wie die Arcade, da dauert eine Runde 5 bis 10 Minuten, das geht zu schnell logischerweise. Ihr müsst entweder gegen die KI spielen, also ihr könnt mit der KI, mit computergesteuerten Freunden gegen computergesteuerte Feinde oder ihr könnt mit 4 anderen Spielern gegen computergesteuerte Feinde spielen. Ihr könnt aber auch Schnellsuche spielen, das ist so wie hier die Schnellsuche, also einfach mit 4 Fremden gegen 5 andere Fremde im Team, 5 gegen 5. Dann gibt es noch den ungewerteten Modus, ein richtiger Draft-Modus, das ist quasi der Turniermodus, wo sich jeder nacheinander einen Held aussucht und wo man dann auch sieht, auf welcher Karte man spielt, aber ungewertet. Und dann gibt es noch den gewerteten Modus, die zählen alle und dann gibt es noch das Heldenchaos, wo es halt Arcade-Modi gibt mit besonderen Regeln, so wie hier. Der zählt leider nicht dazu, ist aber auch richtig so, weil der zu schnell geht. Ein normales Spiel dauert so 20 bis 30 Minuten und der dauert 5 bis 10. Also ist ein Riesenunterschied, da habt ihr die 15 Spiele viel zu schnell voll. Blizzard will natürlich ein bisschen Werbung machen für das Spiel und so ein bisschen Cross-Promo, aber es gab es schon immer. Es gab es mit Diablo, es gab es mit WoW, es gibt es mit Hearthstone. Also wenn ihr die anderen Blizzard-Spiele auch spielt, kriegt ihr auch noch einen Overwatch und in Heroes of the Storm. Und dafür, dass ihr Overwatch und Heroes of the Storm spielt, kriegt ihr auch in den anderen Spielen wie WoW, StarCraft und so auch ein paar Belohnungen. So, und deswegen denkt auf jeden Fall dran, spielt 15 Spiele mit einem Freund für Unigenji. Schaut euch Heroes of the Storm an, gebt dem Spiel eine Chance, das würde vor allem mich sehr freuen, weil ich das Spiel liebe. Das Spiel war früher mal sehr beliebt, hat dann ein bisschen an Beliebtheit wieder verloren und hat jetzt gerade wieder so seinen Aufschwung. Ich denke mal, diesen Aufschwung wird Blizzard nutzen und nicht verstreichen lassen und die Saison, sage ich mal, nicht verpennen. Und deswegen gebt Blizzard eine Chance, tut Blizzard den Gefallen, tut mir den Gefallen, ich würde mich auch sehr darüber freuen. Und wenn jemand von euch Lara Loft kennt, gebt mir ihre Nummer. Ich weiß, das war bescheuert, ich mache jetzt lieber aus. Lara Loft ist die Synchronsprecherin von Sombra, eine unfassbar gut aussehende und talentierte Frau. Daumen hoch dafür. Bis zum nächsten Mal. Wenn irgendwas Neues kommt in Overwatch, ansonsten sehen wir uns in den anderen Playlists von irgendwelchen anderen Spielen wieder. Zum Beispiel Heroes of the Storm. Ja, ihr könnt, wenn ihr diese Folge seht, könnt ihr wahrscheinlich schon diese Promo machen mit Genji. Also braucht euch keine Sorgen machen, das funktioniert auf jeden Fall. Denkt dran, tut es. Das Gute ist, alle, die Genji gerne spielen im Ranked-Modus, die schalten sich den gerade in Heroes of the Storm frei. Vielleicht kann man jetzt auch gut Ranked in Overwatch spielen. Mit dieser Anekdote, vielen Dank fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.